Hallo und willkommen zurück bei Let's Horror Amnesia. Beim letzten Mal haben wir die restlichen Teile aus dem Lagerraum geholt, mit Hilfe von ein wenig Sprengstoff. Das Vieh hat uns danach ein wenig gejagt. Aber nichts, was uns irgendwie aufgehalten hätte, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Wir sind mutig wie, wie die Löwen. Das war doch so eine Eigenschaft, die ihnen zugesprochen wird. Darkness is closing in. Die 4-Phasen-Amplitude. Der Trinity-Stab. Strömungskreislaufstab. Dann schaffen wir heute den Höllenfahrstuhl hinunter zu fahren. Yay. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau. Nein, ich reagiere gar nicht mehr drauf. So, das habt ihr davon. Ich strafe euch mit Nichtachtung. Missachtung strafe ich euch. Oder versuche es zumindest. Sind die wieder aufdringlich, ne? Was ist denn das da drunter? Gehören? Oder ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Du kleines, bösartiges Biest! Dich habe ich kommen sehen. Da mussten wir noch was einstellen, ne? Das mussten wir noch anschalten, wa? Oder auch nicht. Ich fand's unten im Keller jetzt auch klang eigentlich ganz verlockend, muss ich sagen. Creepy Keller ist ja immer was Feines. Das sah nett. Das sah auch noch ganz nett aus. Das nicht. Das auch nicht. Die Notbremse hat nicht funktioniert und ich konnte den Fahrstuhlwächter nicht erreichen. Über das Nottelefon. Das ist ja doof. Ja, er lebt noch. Warum sollte der Fahrstuhl der einzige Rückweg hier sein? Gibt ja gar keinen Grund für. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Kann ich nur bewegen, indem ich sie festhalte und dann laufe. Das habe ich beim letzten Mal so ein bisschen nicht beachtet. Die großen Dinger zumindest. Also insofern ich den Rest davon freigeräumt habe. So,
meine Damen und Herren. Ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt dahinter möchte. Ich glaube es ja eigentlich nicht. Ich zweifle da so ein bisschen dran. Aber das, diese komische Flüssigkeit führt mich ja de facto in diese Wegrichtung. Ich bin ja sehr froh, dass meine Lampe nicht kaputt gegangen ist. Was immer passieren. Da geht's nach oben, das ist. Da brennt Licht. Da gehen wir hin. Aber viele Türen. Einfach nur nein. Ich will wieder hoch. Ach, ich will da auch nicht unbedingt rein. Ach, lass mich doch alle in Ruhe, wisst ihr? Ich will das alles nicht. Ich hab das nie gewollt. Das war die falsche Richtung. Daniel, alles gut? Ja, nee, ist klar. Sehr schön. Geistig hin, genauso wie ich. Wir bleiben mal kurz hier im Licht stehen und hoffen auf das Beste. Ist alles gut, Daniel? Ist alles gut? Die Wände bewegen sich nur, weil du fertig bist.
genauer wie ich. Bei mir bewegen sich auch schon die Wände. Den kriege ich nicht mehr hin, den Jungen. Wir gehen erstmal da lang. Da. Alter, der Junge ist doch sowas von fertig. Das könnt ihr vergessen. Dass mit dem noch irgendwas hier passiert. Daniel, beruhige dich. Daniel. Es geht mir doch genauso schlecht wie dir. Nimm das Ding auf. Entschuldigung. Da wir ja wissen, dass wir hier hin müssen. Das hört sich gerade verdächtig an. Where is she? Where did she go? No. Oh, tell. I'll never tell you. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Was? Habe ich nicht aufgepasst? Stelle ich mich schon wieder dumm an? Oder weiß, kann ich noch gar nicht wissen, worum es hier eigentlich geht? Mit dieser Frau, diesem Mädchen. Das ist irgendwie zu einfach, dass hier der Meißel liegt. Hey! Cool. Nein. Aber warum musste ich hier lang? Muss ich hier lang? Muss ich hier lang? Warum sollte ich hier lang? Muss ich hier vielleicht gar nicht lang? War das einfach bloß so ein... Hey, cool! Schön, dass du da aufgepasst hast. Toll! Oder muss ich hier... Ist ja manchmal, dass es da so ein Geheim-Stack gibt. Nö. Das hätte ich jetzt erwartet. Ich schon wieder. Das rennt hier ja wie überall rum. Gibt's davon mehrere oder was? Geh einfach weiter. Hier gibt es nichts zu sehen.
ernsthaft, die gibt es nicht zu sehen, außer wie ich mir in die Hose mache. Selbst die Ratten haben Angst. Und erneut haben wir sofort, noch ehe wir es gehört haben. Sehr gut. Horrido. Horrido, meine Freunde, Horrido. Wing haben wir auch noch Zeit. Ja, das Vieh wird ja wohl kaum sich hier in diesem düsteren Schacht aufhalten. Wunderbar, hier geht's nicht lang. Boah, hier ist auch noch vergleichsweise hell, muss ich sagen. Große Frage ist, will ich hier überhaupt? Wobei das Vieh hier bestimmt nicht durchpasst. Wenn ich später nochmal hier... Das ist mir ziemlich riskant, ne? Was Kulina? Soll das die Gefängnisküche sein, oder? Irgendwie habe ich ja ganz wenig Lust auf eine Gefängnisküche. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich der Hauptgang sein werde. So, Daniel, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wir haben einen Rost. Nimm das! Wenn... Ich dachte nicht, dass du wirklich in das Feuer greifst. Für so dumm hab nicht mal ich dich eingeschätzt. Oh, Laudanum. Du meinst, den Chemietopf haben wir jetzt nicht mehr und können aufgrund dessen die Säure nicht mitnehmen. Okay. Funktioniert das auch mit anderen Gegenständen? Ich meine, jetzt rein in der Theorie. Delirium tremens potui applicatum. Ups.
Glasbehälter wäre ideal. Gibt es denn nichts in der Küche, womit ich so etwas machen könnte? Womöglich hilft mir der Zettel weiter. 2. August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Ist er untergekommen in Der Mühle. Es hieß wohl auch im Englischen Der Mühle. Schade, dass sie das nicht richtig aussprechen können. Der Mühle. Na gut. Aber bevor es wieder heruntergeht in den dunklen Schacht, machen wir hier Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.